Neuer Tag, neue Gamona Tagesnews. In der Nacht startete unter anderem in Deutschland der neue Musikstreaming-Dienst Tidal, mit dem Jay-Z, Spotify und Co. Konkurrenz machen möchte. Zahlreiche Musiker sind daran beteiligt, wie etwa Coldplay, Daft Punk, Rihanna, Beyoncé, Madonna, Alicia Keys, Usher und viele mehr. Letztendlich soll Tidal für Künstler ein profitabler Dienst werden, nachdem etwa Spotify in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stand. Denn im Durchschnitt erhalten die Interpreten für einen gespielten Song dort gerade mal 7 Cent. Für Speedrunner ist Bloodborne offenbar kein allzu langes Spiel. YouTuber OrginamTV hat es in 44 Minuten durchgezockt und der Twitch-Nutzer iRayTV sogar in 35 Minuten. Wer also in der nächsten Mittagspause mal eben Bloodborne durchspielen will, kann das auf jeden Fall schaffen. Die Macher von Infestation Survivor Stories, ehemals The War Z, arbeiten an einem neuen Zombie-MMO, Romero's Aftermath. Beschrieben wird dieser als geistiger Nachfolger von The War Z. Es ist bereits via Early Access verfügbar. Für die tägliche Dosis News in 60 Sekunden abonnier uns auf YouTube. Gefällt dir dieses Video, dann like es. Folg uns auch auf Twitter und Facebook.